Hallihallo und willkommen zur Freitagsfolge LS22 in Frankreich. Weiterhin mit dabei der Krieger, der Paul, der Max, der Jonas und der Florian. Seid gegrüßt. Hallo. Servus. Hallo. Wir haben gemerkt, mit einem Steinesammler kommen wir nicht weit. Deswegen kaufen wir der Gerät nochmal, damit der Krieger auch was zu tun hat. Bitteschön, er steht am Shop bereit. Ja. Ich mache hier schon ein bisschen. Paul, Vorschlag, Feld. Genau, wollten wir jetzt gucken. Vorschläge, welches Feld? Okay, keine Antworten. Weiß nicht, ein großes Mal? Was heißt bei dir groß? 36? 33? 30, die 30, die ist gut. Die 30. Die 33 würde ich sagen als groß. Oder mittelgroß. Oh. Ist aber Mais drauf. Ich weiß nicht, ob der gerade muss der bearbeitet werden im Wachstum. Also die 30 ist auch nicht muss angesehen, auch ne? Werden. Nee, deswegen. Ja. Die kostet aber 629.000, ne? Dann würde ich aber sagen, haben wir erstmal genug gekauft, oder? Ja, dann die 30 ansehen und dann kriegen wir ja wieder Profit rein. Test. Ja, Test. Ja. Feld 30, jemand dagegen, das zu kaufen? Ich höre 33, weil ich glaube, 30 ist zu groß. Aber... Frage, welches Feld? Ja, 30. Welches Feld? 30 oder 31, welches? So, Frage wegen 33, da ist Mais drauf. Wir haben noch kein Maisgebiss. Genau. Lohnt es sich dann, die 33 zu kaufen oder nehmen wir erst lieber die 30? Also ich bin an der 33 vorbeigefahren, da ist auch ganz viel Unkraut und es ist nicht gut gewachsen, der Mais. Oder man kann es rausfliegen. Bei 30 fällt, glaube ich, raus. Wir können ja auch gar nichts mit Silage dann machen, außer so verkaufen. Oh, ja, 31. Ja, auch nicht ernten, oder? Nee, fällt 35. Ich werfe die 31. Die 31, die ist unten. Ich weiß nicht, ob zu Ding stand. Ich habe gerade den Stecker wieder raus und reingesteckt, damit das wieder geht, weil... Die wäre auch erntereif, die 31. Ja, aber warte mal, aber man hat hier richtig viel. Aber für Raps haben wir keinen Anhänger mehr frei, wenn wir den schon ausgekippt haben. Ja, aber für hier, wie heißt es? Das Problem ist bei der 31. Wer zählt oder nicht? Und muss auch wieder geflügt werden danach, ne? Ja, die ist 31. Ja. Unkraut ist da nicht drauf, aber muss gepflügt werden, definitiv. Ja, aber hier mit der 30, die muss ja nicht gepflügt werden, weil die ist ja nur... Die kostet aber auch 630.000, das andere kostet nur 300 aufgerundet, ne, die 31. Wenn es wieder weg ist, dann haben wir halt weniger, wir können ja den Kredit dann aufnehmen, aber trotzdem weniger für unseren Hof noch. Die Frage ist, was brauchen wir auf unserem Hof denn? Wie viel Geld brauchen wir denn da ungefähr? Ich hätte auch gern Tiere gemacht. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ich habe damit keine Ahnung. Warte mal, ich fahr mal dran. Rechts ran. Also Silos bräuchten wir. So, bauen. Was brauchen wir? Silos brauchen wir. Tiere wird lustig, weil je nachdem, ob du Gülle oder also ob du Mist brauchst, brauchst du zum Beispiel eine Silo-Erweiterung. Weil Mistplätze werden nicht mehr automatisch gebaut. Nee. Gülle ja, aber für Mist musst du dann so eine Misterweiterung. Ja, Mist aber in der Nähe vom Stall. Ne? Die kosten ja nicht die Welt. Nee, 25.000. Ja, das ist ein kleiner. 25.000. Ja, weil ich hätte gesagt, wir können ja dann auf unserem Hof erstmal Hallen, Hofsilo bauen und können dann die Tiere nach und nach machen. Oder nicht? Wir haben auch gar nicht die ganzen. Wir haben auch gar nicht die ganzen Sachen, die wir für Tiere im Grunde ja brauchen. Richtig, wir können dann erstmal Futtermittel anlegen und so weiter und dann können wir die Tiere kaufen. Und das vielleicht auch dann noch 30. Eine... Es gibt ein Silo mit Abbrech. 16 Millionen Liter Platz. Ach du Scheiße. Ich würde ganz gern so eine Bäckerei oder irgendwie. Also mit Produktion wäre auch noch drauf. Gibt's auch schon auf der Karte. Ja, Bäckerei ist auf der Karte, glaube ich. Ja, aber die müssen halt trotzdem noch kaufen. Ja, deswegen. Ja. Aber man bräuchte dann auch noch so ein großes Gewächshaus für 10.000, deswegen, das ist das Blöde. Weil man braucht dafür Erdbeeren.
für diese Bäckerei. Ja, braucht recht viel für die Bäckerei. Ja, das ist doch viel ja, zu früh. Oder richtig, wir müssen, damit fangen wir ja nicht an. Das kommt das, ja dann nach und nach. Das brauchen wir auch jetzt noch gar nicht diskutieren, so mit Themen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Wir brauchen ja erstmal das Wesentliche. Ne? Ja, einfach. Dann können wir das große Feld schon kaufen. Also, große Feld kaufen, ja oder nein? Ja. Ja. Gut. So. Muss das gepflügt werden? Nein. Es ist doch gepflügt. Das kann angesehen werden. Ich hab nicht geschaut. Wer ist denn jetzt die 37er? Grad? Oh, niemand normal. Noch niemand. Ja, dann gibt's da auch noch wer hat denn die Seemaschine? Niemand, wir können ja nichts anderes anzählen, außer so, Raps und ja, Gras. Achso, ja, ich, wir wollten auf der 37 wollten wir Gras machen. Das wäre schon gut, wenn das alle angehen könnte. Ja, deswegen, das könnten wir ja machen. Ich hätte jetzt auch Zeit. Ich habe alle Hänger und sowas beiseite gefahren, dass der Hof leer ist. Hast du einen Frontlader, Lucky? Ich habe keinen Frontlader. Shit, ich auch nicht, weil dann hätte einer immer, ne? Weil die ist ja so schnell leer bei Gras. Ja. Dann ich kann mich auch einer unterstützen. Oder sowas. Max, was machst du denn? Ich bin am Pflügen. Was bist du am Pflügen? Auf den 21. Also, ich habe auch noch nicht viel geschafft. Wer hat denn noch einen Frontlader? Ich, aber ich bin gerade Steine sammeln. Außer ihr gebt mir einen anderen Bäcker. Ja, dann komme ich zu dir und dann kannst du mit meinem Fan Steine sammeln. Würde ich deinen Frontlader nehmen. Ja, der steht da am Haus. Der steht da am Haus, der Frontlader, ne? Dann kann ich schon mal die Seemaschine kuppeln, ja? Nee, warte, hier bin ich falsch. Ja. wo denn Steine sammeln? Warte, ich gehe Steine sammeln. Der Steinesammler ist am Hof hier. Nein, wo du gerade Steine sammelst. Oder wo dein Traktor ist. Achso, am Hof direkt. Ja, ich komm. Danke. Mach Krieger, sammelt auf Steine. Ja. Dann kannst du gleich dann zu mir kommen, Krieger. Ach du Alter. Können wir Steine sammeln ausmachen? Wo habt ihr den? Musst mal... Ja? Du musst gucken, wo Krieger angefangen hat, Steine zu sammeln. Ich weiß nicht, ob ich da richtig hingefragt habe. Ich glaube, er hat oben angefangen, oder? Ja. Oder fährst du einfach quer übers Feld? Nein, ich habe oben angefangen. Ich habe okay. Also wenn ich hier oben auch anfange, dann passt das, ja? Ja, mehr oder weniger halt. Gut. Sehen wir dann. Und Paul bringt mir dann immer Saatgut. Mach ich. Sehr gut. Dann fange ich mal an, hier Gras zu bringen, liebe Leute, damit wir auch mal Wiesen haben. Hallo. Was geht? Es geht noch. Ja, geht noch. Ich habe mich gemütet und es geht noch. Wie geht das denn? Krass. Andere Frage, wollen wir die Zeit vielleicht auf 5 oder so stellen? Können wir machen. Das ist mir noch ewig an dem Tag rum. So, auf 10 machen? Ja, 10. 10 ist gut. Ich habe auf meinem Singleplayer die Zeit auf 15. Und das passt so. Ja, wir müssen da erstmal ein Gefühl für kriegen, ne? Wie wir Zeit haben. Also ich bin jetzt schon bei 31% nur noch. Ja, ich kann dich direkt nochmal auffüllen hier, bevor du... Ja. Warum kann ich das mit dem hier? Kannst du erst was? Drücken? Du kannst ja sogar 2 Big Bags drücken. Ich kann R drücken, ja. Ja. Sind sie der Traktor zu klein? Oh, da geht ein ganzer rein. Ich glaube, ich hole dich direkt vom Shop, da bin ich ganz ehrlich. Wir haben ja auch davor Raps gewählt. Also er hat ja einfach nur das Big Bag, was vom Raps übrig. Ja. Aber warum ist das so krass geworden, Paul, dass der so viel Saatgut bei Gras verbraucht? Ja, bei Gras braucht man ein bisschen mehr eigentlich, aber halt ganz so viel mehr. Weil wenn man sich das anguckt, wie das runtergeht. Ich habe Schrecken gekriegt, als ich im Singleplayer Gras angesehen habe. Dachte, was ist jetzt los? Ja, ich habe es zuerst auch nicht verstanden, aber man braucht tatsächlich so viel. Okay. Paul, ich weiß noch. Wir haben als erstes gespielt und du wolltest Gras ansehen, bist 2 Meter reingefahren, hast damit aufgehört. Ja. Ich habe jetzt nur noch 83 Liter drin, 5%, also. Warte, du hast von Paul ein Big Bag bekommen.
Andere Frage, Lucky, willst du noch einen Zusatztank anhängen? Ja. Das ist eine gute Frage. Ja, glaube ich am besten, oder? Hey, was muss man denn bieten? Ja, aber es ist ja jetzt nur das eine Feld, oder? Ja. Lohnt sich das für das eine Feld? Ein Paar hinterher kommt nicht. Voll? Der. Das ist schon Wahnsinn. Ihr seht es in der Aufnahme, wie das runtergeht, der das sagt. Bitte. Oh. Jonas, jetzt brauche ich mal deine Hilfe. Wo muss ich denn hinfahren? So, entfernen vom Stein. Ja, warte, du siehst doch oben, du musst jetzt einfach nur links von dir fahren. Links. Und dann, warte, zu diesem Gesteinebrecher da. Da ist ja so Pimaktop, diese französische Map, der Name davon und dann der Viehmarkt und dann du musst hinten rumfahren, da gibt es keinen Weg irgendwie lang. Das ist ganz komisch. Komplett abgelegt. Du musst links fahren, also beim Shop vorbei. Nach oben. Oder wie? Ach so, warte mal. 37. Ja, man sieht die Namen ach, nicht mehr. Du musst die 37. Hallo, bitte nicht über das Angesehene hier fahren, was soll das denn? Du musst ja. Links, ja, genau, am Shop vorbei und dann die Brücke wieder nehmen. Und dann. Oh, sag gut. Vorbei die. Ja, vorbei die Brücke. Hier kommt keine Brücke mehr, außer ich fahre doppelt links. Ja, doppelt links musst du. Doppelt links musst du fahren. Das ist. So. Dann komme ich da an der Käserei vorbei. Hm. Ja, du musst ganz ja, genau. Und über dann über an der Käserei musst du. Von dir aus dann rechts fahren und dann bis zum Ende der Straße, bis dann zur nächsten Kreuzung und dann links. Also bis zur nächsten Kreuzung links. Da kommt dann so eine Einfahrt zur Getreidemühle, aber da dann weiter und dann links. Ich sag dir wann. Ja, jetzt bei der rechts. 27 ja. Oben ist nicht so eine und Ecke, die 27 hat eine Ecke drin und da oben in der Ecke ist das. Das der bei 27 ist eine Ecke drin. Ja, das war alles, was ich gebraucht habe. Ja, deswegen ja. Das ist kompliziert erklärt, glaube ich. Ja. Voll. Fängst du an mit links, links, dann nochmal links, dann weiß ich nicht, ob du die Kreuzung mit reichst. Dann bist du schon im Kreis gefahren. Hier, dann kannst du gleich zu mir kommen. Wieso gleich zu. Nee, ich muss ja Lucky, bevor der fertig ist, mit sehen darf. Ja, ich muss ja immer zwischendurch anhalten, weil. Ja, aber ich kann ja nicht einfach ein anderes Feld anfangen. Nee, das wäre super optimal. Das wäre super optimal. Ich muss ja zwischendurch immer anhalten und nachschalten hier. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis ich durch bin. Ich bin ja mit 12 km/h hier unterwegs. Ja, wir sind nur mit 15 unterwegs, also nicht wie ich. Ja, ich habe ja aber auch nur. Keine Ahnung. Wie viel mehr das denn hier? Ich finde den Packer so komisch. Normalerweise ist der Packer doch so schön da dran. Wolltest du den nicht unbedingt haben? Ja, jetzt ist das jetzt. Ja, schon. Aber in echt ist das ja anders. Man hat einen Grubber. Man hat einen Packer am Flug. Voll. Und dann ist das Feld ein Saatbettfeld. Und dann fährt man mit dem Steine-Dings wieder rüber und dann ist das Feld wieder gegrubbert. Das lohnt sich überhaupt gleich, das Saatbett anzulegen. Nee, also ist der Packer Quatsch. Krieger, wenn du mal hörst, die Sachen hier, die der Steinesammler macht, Geräusche, ganz lustig. So, du hörst die Förderschnecke da, so, wenn du Steine aufsammelst. Ja, die neuen Sounds sind schon nicht schlecht geworden von S22, muss man jetzt ehrlich sagen. Ich weiß nicht, für mich sind sie ein bisschen nice. Ich auch mal sehr höher und alles. Ja. Das liegt ja an den Einstellungen. Liga. Wer ist auf die Tür? Ich verstehe es nicht. Ja, Leute, das war der Freitag. LS22. Ich hoffe, ihr seid Montag wieder dabei. 15 Uhr geht's dann weiter hier auf der französischen Map. Ich denke mal,
dass Montag, könnte ich mir vorstellen, eine Special-Folge kommt, wo der Hof aufgebaut wird. Lasst euch überraschen, nichts verpassen, abonnieren, anklicken, liken. Ja. Vielen Dank, wir sind raus. Tschüss. Tschüss.